Ihr habt es bestimmt schon gemerkt, Wildtiere zu beobachten ist gar nicht so einfach bei uns. Wenn, sieht man mal einen Luchs, nie, im Fernsehen vielleicht. Aber man kann sich ein bisschen zu helfen wissen. Gerade jetzt im Winter hat man die Möglichkeit, mit einer Vogelfütterung richtig viele verschiedene einheimische Vögel zu beobachten. Dazu braucht ihr nicht viel. Ihr braucht ein Vogelfutter und eine Futterstelle. Wenn man das Futterhäuschen befüllt hat, dann muss man eigentlich nur noch warten. Man muss ja nicht in der Kälte stehen und kann reingehen und sucht sich einen warmen Platz und kann dann gut beobachten, welche Vögel sich denn da annähern werden. Kommt mal mit. Kommt, geh mal rein. Ja, Schuhe ausziehen nicht vergessen, damit es nicht schmutzig macht. Da, komm mit. Futter lassen da. Und ab geht's in die warme Stube. Ja, kommt rein, kommt rein, kommt rein. Machen wir die Tür zu. Ja, so. Herrlich. Gar nicht mehr kalt. Mal sich ausziehen. Und dann braucht man nur noch warten. Vielleicht nehmt ihr euch wieder ein Fernglas zum Beobachten. Und guckt mal. Komm mal her. Komm her, schaut euch das an. Wir haben wieder einen Beobachterpass für euch gemacht, Vögel an der Winterfütterung. Da findet ihr die häufigsten Vögel, die bei euch im Garten aller Wahrscheinlichkeit nach auftreten. Den könnt ihr euch ausdrucken. Ich zeige euch den Link, der steht unten unter dem Video unten drunter. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Mal schauen, was man sieht. Ich schaue jetzt auch mal vom Fenster raus, welche Beobachtungen ich machen kann und versuche den Beobachterpass vollzukriegen. Macht's auch mal, bis zum nächsten Mal.